Kademo oder Shademo, je nachdem, wie Sie es gerne aussprechen möchten, ist ein japanischer Steckerstandard, der eingeführt wurde von Nissan, Honda, Mitsubishi und so weiter, um ihre Elektrofahrzeuge zu laden. Aus diesem Stecker kommt der Strom für ihr Fahrzeug, zum Beispiel hier aus einer solchen Ladesäule, nicht zu verwechseln mit CCS oder Typ 2, da haben wir noch separate Videos dazu. Shademo ist so ein bisschen dieses Japanische, das Verspielte. Man sieht es hier an diesem Logo, das ist so, symbolisiert ein Smiley. Shademo ist auch Teil eines japanischen Satzes, der irgendwie so in etwa lautet wie, wie wäre es mit einer Tasse Tee? Also, dass sie während des Ladens einfach eine Tasse Tee trinken. Also alles sehr nett, sehr amüsant. Am Ende 50 kW kommen im Schnitt hier raus. Es geht jetzt auch langsam ein bisschen höher, aber in Europa ist eben einfach mal CCS und Typ 2 viel, viel verbreiteter. Aber nur damit Sie es mal wissen, das so sieht er aus, der Kademo-Stecker. Und wenn Sie noch mehr über Elektromobilität und Infrastruktur und so weiter wissen möchten, dann abonnieren Sie einfach unseren Kanal und wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank!